Halo, guten Tag, dobro dan i dobrodošli u novu video lekciju. Ovo je 23. videoklip u seriji klipova 12 nemačkih reči na dan. Nadam se da ih sve redovno gledate i da redovno učite reči sa mnom. Naravno, ako želite da učite još neki jezik sa mnom, ja vas pozivam da se pretplatite i na moj kanal gde predajem engleski, ali i italijanski, španski i grčki. I takođe vas podsjećam da su u prodaji moje knjige, dodatni materijal za učenje nemačkog, za sve vas veoma povoljan materijal, naročito sve vas koji ste na nivoima A1 i A2. Link za kupovinu knjiga se nalazi u opisu ispod ovog videa. A sada krećemo, prvo čitamo reči iz klipa broja 20. Zählen, die Zeit, schwarz, auch, der Anfang, anfangen, frei, entschuldigen, der Fisch, erklären, die Erklärung, erst, froh, früh, der Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der Fuß, der Ball, der Fußball, schwimmen, sich ausruhen, genug, dick, gleich, warm, Geschwister. Nove reči su der Bus, naravno, autobus, samo pazite da je reč muškog roda, der Bus. Die Hand, ruka, ženskog roda, šaka, die Hand, množina Hände, Hand, Hände. Heiß je vruće, es ist heiß, vruće. Bereit znači spreman. Bereit. Bist du bereit? Unfreundlich. Unfreundlich. Prefix un. I dobijemo negativnu reč od freundlich, unfreundlich. Od glücklich, unglücklich. Dakle, freundlich, druželjubiv. Unfreundlich, neko što koji nije baš druželjubiv. Helfen, glagol, pomoći. Helfen, neprimjeni je glago, helfe, hilfst, hilft, promijenit ćemo ga, kroz lica. Broj 7 je hel, hel je suprotno od dunkel, dunkel smo, mislim, imali u nekom od prethodnih klipova, dunkel znači taman, mračan, a hel je svetao, hel. Der Verkäufer, die Verkäuferin, prodavac, prodavačica, imali smo glagol verkaufen, prodati, verkaufen, kaufen, kupiti, verkaufen, prodati, i sad imamo verkäufer i verkäuferin, dakle prodavac, prodavačica. Das Kino, bioskop, das Kino. Der Verkehr, saobraćaj, Verkehr, nije u vezi sa verkaufen, i sa verkäufer i verkäuferin. Verkehr je saobraćaj. Verkehr. Das Hemd, košulja. Das Hemd. I der Herbst, jesen. U prošlom smo radili Frühling, sada je Herbst. Proleće, a sada jesen. Der Bus. Wann fährt der Bus nach Berlin? Možemo da stavimo i ab na kraju. Abfahren, dakle krenuti. Wann fährt der Bus nach Berlin ab? Kada polazi autobus za Berlin? Sie können mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Možete ići autobusom do stanice. Dakle, der Bus, imenica muškog roda, autobusom, mit dem Bus, autobusom, mit plus dativ, mit dem Bus, fahren. Dakle, obratite pažnju da koristimo glagol fahren, a ne gehen. Mi bukvalno kažemo ići autobusom, idemo autobusom, ali na nemačkom ne možemo reći mit dem Bus gehen, nego voziti mit dem Bus fahren. Mit dem Bus fahren. Ako kažemo čekam autobus, ćemo reći ich warte auf den Bus. I ovdje ćemo naići na autobus u akuzativu, dakle, to je den bus. M.
je dativ, a d je akuzativ. Zašto? Jedno, zašto je ovdje dativ? Zato što je predlog mit. Uz mit uvijek ide dativ, mitem bus, a koga čekam? Ich warte auf plus akuzativ, čekam autobus, auf den bus. Dakle, ich fahre mit dem bus und ich warte auf den bus. I čekam autobus. Ili ich habe auf den bus gewartet. U prošlom vremenu čekao sam autobus. Dakle, dem i den, a on, a u nominativu je der bus. Die Hand, was hast du in deiner Hand? Šta imaš u ruci? Dakle, Hand je ruka, Hand i u ruci je dativ ženskog roda N. In deiner Hand, in deiner Hand. Kad kažemo iz prve ruke sam nešto saznao, aus erster Hand. Aus erster Hand, dakle, isto je u pitanju dativ, pa smo na erste dodali r. Aus erster Hand. Ili aus zweiter Hand, second hand. Aus zweiter Hand. U svakom slučaju, dakle, Hand je die Hand. I onda moramo da pazimo na padeže. Ich komme so bald, ich meine Hände wasche. Dakle, u množini Hand, die Hände. Umlaut i nastavak E. Hand, Hände. Dolazim čim operem ruke. So bald, već smo imali do sada, čim. I so bald zahteva da je glagol na kraju. Dakle, so bald plus zavisna rečenica. So bald ich meine Hände wasche. Ich wasche meine Hände und ich komme, perem ruke i dolazim. Hand, hand. Sljedeća reč je heiß. Heiß. Dakle, imali smo warm kao toplo, a heiß je hot, vruće. Es ist heiß hier im Sommer. Ovdje im Sommer vruće, leti. Es ist heiß und er trägt einen Wollhut. Vruće je, on nosi vunenu kapu, što baš i nije normalno. I možemo da pijemo nešto vruće. Zum Beispiel etwas heißes trinken. Etwas heißes trinken. Bereit, spreman, ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen, u svako doba sam spreman da ti pomognem. Ich bin bereit, ich bin jederzeit bereit, u svako doba. Sie sind nicht bereit für das Rennen, oni nisu spremni za trčanje. Dakle, bereit, bist du bereit, bismo pitali da li si spreman, bist du bereit. Kad kažemo ich bin bereit etwas zu tun, dakle voljan sam nešto da uradim, spremen. Bereit. Sljedeća reč je unfreundlich, dakle rekli smo un je prefiks koji smo dodali na pridev freundlich, druželjubiv. Ihre Stimme klang nicht unfreundlich. Glas je nije zvučao neprijateljski, znači ihre Stimme klang freundlich, zvučao je prijateljski. Es tut mir leid, wenn ich unfreundlich war, žao mi je ako sam bio malo neprijatan. Unfreundlich, freundlich, unfreundlich, naravno od reči freund, prijatelj. Helfen, pomoći, dakle ich helfe, du hilfst, er sie es. Hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Dakle, kao što sam rekla, glagol je neprilan i u drugom i trećem je i umjesto e. Helfe, hilfst, hilft.
Helfen, helft, helfen. Particip je geholfen. Particip 2. Koji nam treba za perfekat. Dakle, geholfen. A u preteritu je half. Half. Dakle, glagol helfen. Pomoći. Helfen, geholfen, half. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Mogu li vam možda pomoći? Ich will heute ein Käufe machen, willst du mir helfen? Idem u kupovinu. Danas, hoćeš li mi pomoći? Willst du mir helfen? Pazite, dakle, na ovo mea, inen, dia, dakle, us helfen nam treba dati. Dakle, ja pomažem. Ich helfe tebi, dia, njemu, im, njoj, ia. Dakle, zamjenice u dativu. Helfen, geholfen. Ko ti je pomogao? Wer hat tebi, dir, geholfen? Ili wer half dir, ako ćemo u preteritu. Hel je pridev i znači svetao, dakle suprotno od dunkel. Es ist dunkel, es ist hell. Hell. Es ist nicht hell genug, ohne Lampe zu lesen. Nije dovoljno svetlo da bi čitao bez lampe. Es ist hell, es ist nicht hell genug. Imali smo ovu reč genug, dovoljno. Ohne, bez lampe zu lesen. Lesen čitati. Mein Zimmer ist schön hell. Ili schön und hell. Svetla i lepa. Es ist nicht dunkel, es ist hell. Der Verkäufer, die Verkäuferin, prodavac, prodavačica, dakle, rekli smo verkaufen je glagol, prodati. Der Verkäufer ist sehr nett, prodavac je ljubazan. Meine Mutter ist Verkäuferin im Kaufhaus, moja mama je prodavačica u robnoj kući. Dakle, Verkäufer. Was macht Verkäufer? Der Verkäufer verkauft. Prodavac prodaje. Das Kino, bioskop. Anna geht mit ihrer Schwester ins Kino. Ide sa sestrom mit ihrer Schwester ins Kino. Dakle, ins bi bio akuzativ. Kuda ide? Ide u bioskop. Ich gehe ins Kino. Geht er oft ins Kino? Da li on često ide u bioskopu? U bioskop? I da kažemo da, on je sad u bioskopu. Ja. Er ist jetzt im Kino. Dakle, dativ je im Kino. Gde se nalazi? U bioskopu. Im Kino. A gde ide? U bioskop. Ins Kino. Dakle, što se tiče srednjeg roda, akuzativ ins, dativ im. Der Verkehr ist stark, dakle saobraćaj je, da kažemo, ima mnogo saobraćaja na ulici, stark je jak, je tako? Verkehr ist stark, das Verkehrzeichen sagt halt, Verkehrzeichen bi bio saobraćeni znak. I šta kaže? Kaže halt. Znači stop. Verkehrzeichen. Saobraćeni znak. Das Hemd, košulja. Er trägt heute ein weißes Hemd. Dakle, košulja je srednjeg roda, pa tako na pridev, a kad imamo neodređeni član ispred, ein weißes Hemd. Ein helles Hemd, recimo, svetlu košulju. Wir haben das gleiche Hemd an. Imamo istu košulju na sebi. Wir haben das gleiche Hemd. Hemd, das Hemd. Der Herbst, Jessen, sie kommt im Herbst in die Schule. Im Herbst kaufe ich immer neue Stiefel. U jesen uvijek kupujem nove čizme. Dakle, prošli put smo imali Frühling. I sad Herbst, u svakom slučaju muškog su roda. I rekli smo da je godišnje doba. Jahreszeit. I pitali smo
Wie welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Lieblingsjahreszeit, omiljeno godišnje doba. To je to. Da vidimo. Autobus. Der Bus. Čekam auf dem Bus. A idem autobusom mit dem Bus. Ruka. Die Hand. Množina hände. Hände. Es ist vruće, es ist heiß. Spreman, bist du bereit? On je veoma unfreundlich. Kannst du mir, možeš li mi helfen? Hilft. Ne zaboravite, nepravilno. Mein Zimmer ist hell. Prodavac, Verkäuferin. Bioskop, das Kino. Ich gehe ins Kino. Ich bin im Kino. Saobraćaj, Verkehr ist stark. Der. I košulja. Das Hemd. Ein weißes Hemd. Jesen. Der